habe gerade erstmal die Fenster aufgemacht, obwohl wir immer noch echt, ich glaube, 0 Grad haben gerade. Aber die Sonne scheint ja, dann geht das. Hi! Und dann gucken sie natürlich auch gleich alle wieder raus. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist schon ordentlich Fellwechsel angesagt. Und das ist, oh, das ist schon ordentlich. Bei Ziba merkt man es auch schon ganz toll. Aber am meisten merkt man es bei Lotti im Gesicht. Lotti, komm mal her. Lotti kriegt einfach dadurch, dass sie, wenn sie ihr... Seht ihr, was ich meine? Sie kriegt eine ganz andere Farbe und kriegt dadurch irgendwie auch so... Das ist so ein bisschen, als hätte sie so Contouring gemacht. In dem Moment, wo sie ihr Sommerfell kriegt, hat sie so Contouring im Gesicht. Und das... ich finde, sie hat immer im Sommer einen richtig hübschen Kopf. Im Winter hat sie so eine kleine Quadratnase, obwohl sie geschoren war. Ich weiß auch nicht, warum. Aber im Sommer ist sie einfach... Ist einfach anders. Anders hübsch. Oh, und wer guckt da denn raus? Unser kleines Nesthäkchen. Na, mein Schatz. Hallo. Na? Du bist so ein süßer Kerl. Und Cosma, du auch. Und du bist so süß. Du bist so toll. So toll bist du. Oh, du bist so toll. Du kleine Maus. Und du kleine süße Schnuppelmaus. Oh. Wollen wir heute mal Mähne schneiden? Du siehst nämlich ein bisschen räudig aus. Oh, wir schneiden heute Mähne. Als erstes habe ich mir den kleinen Kaspi jetzt hier geschnappt und bürste den jetzt einmal über und schneide dem auch, wie gesagt, einmal die Mähne, weil der wirklich aussieht wie ein kleiner Zossel. Du siehst überhaupt nicht aus wie ein Sportpferd. Gut, du bist auch noch kein Sportpferd, aber du sollst mal eins werden und fake it till you make it. Solange du noch nicht sportlich unterwegs bist, musst du wenigstens so aussehen, ne? Aber es ist krass, wie doll der gewachsen ist. Ich halte mal die Kamera, habe ich ja letztens bei Cosma auch gemacht, auf meine Augenhöhe. Ich bin 1,70. Also, Du bist groß, Schatz. Du bist riesig. Du bist ein ganz großer Kerl. So, Schatz, ich mach dich jetzt hier mal kurz fertig. Ach, ich hab ihn so gern. Er ist so ein cooler. Du bist ein toller. Du bist das beste kleine Babyfell, was man haben kann. So, als nächstes habe ich mir jetzt Cosma geschnappt. Die werde ich jetzt gleich einmal longieren. Ey! Ach, Mann. Ne? Die longiere ich jetzt mal. So, wir sind fertig. Longierhilfe und Halfter. Ganz locker, auch nicht eng. Also ein bisschen enger als das jetzt. Aber so, um mir nur den Weg ein bisschen zu zeigen. Und es war richtig gut. Ja, mal gucken, wie die nächsten Tage aussehen. Cosma steht schon wieder mit Abschutzdecke in der Box. Und jetzt schnappe ich mir den nächsten. Ich glaube, ich nehme Cesi. Wollen wir Cesi nehmen? Cesi oder Ziba? Oder Lotti? Die Qual der Wahl. Ich glaube, ich nehme das Schwierigere zuerst. Ich nehme Lotti. So, ich bin mittlerweile weiter. Komm. Bei Cesarion angekommen. Und ich muss meinen Kappzaum investieren. Ich weiß, dass das hier jetzt nicht weiter die beste Option ist. Sieht immer ein bisschen wilder aus, finde ich, als es ist, weil die Longierhilfe schlackert natürlich, weil da kein Dauerdruck drauf ist. Und meine Pferde kennen das. Ich mache das immer wieder mit denen. Aber ich habe noch keinen tollen Kappzaum gefunden. Also wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt für einen guten, wertigen Kappzaum, ich bräuchte einen Vollblut und einen Warmblut. Weil Lotti ja so einen kleinen Kopf hat. Das heißt, wenn ihr da irgendeine Empfehlung habt, dann schreibt es mir gerne rein. Gerne auch mit Link direkt, wenn ihr den habt. Aber macht euch da nicht zu viel Arbeit. Im Zweifel kann ich es auch googeln. Aber solltet ihr da einen Link haben, dann wäre das für mich natürlich ganz cool, dass ich direkt da mal draufklicken kann. Ja gut, selbstständig entscheidet er einfach, dass er durchpariert. Genau, ich bin jetzt auch schon, wie gesagt, mit Cesi fast durch.
Dann habe ich nur noch Ziehbahn. Dann schmeiße ich alle aufs Paddock. Dann mache ich die Boxen. Und danach fahre ich nach Hause. Zieh mich um, hole unsere Tochter aus der Kita. Und dann fahren wir wieder hierher. Ich hole die Pferde rein. Fütter noch mal Heu. Ich habe nämlich vergessen, gestern zu sagen, dass ich Heu brauche. Und dementsprechend wird es erst heute Mittag, Nachmittag dann geliefert. Und dann heißt, ich muss eh hierher, um noch zu füttern. Und dann können sie natürlich auch die ganze Zeit draußen verbringen. Vorwärts. Und ich bin hier gerade auf unserem Turnierparkplatz. Ist ganz entspannt hier. Ich bin ja eher so ein... So ein draußen Mensch. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich anfragen sollte, aber das lohnt sich ja vielleicht gar nicht mehr, ob ich mir hier irgendwo ein Longierding abstecken kann, dass ich da anständig longiere und vielleicht auch ein bisschen Sand irgendwie mir liefern lasse, dass ich da einmal ein bisschen longieren kann. Weil ich habe immer keinen Bock bis nach da oben auf die Anlage. Ihr seht sie ja im Hintergrund, ich muss immer hier komplett außen rum watscheln. Also ich bin immer voll lange unterwegs und mit einem Pferd ist das egal, aber wenn man das natürlich dann mit mehreren Pferden macht, dann ist das mega nervig dafür, dass ich dann schlussendlich drinnen longiere. Also wir haben halt keinen draußen Longierplatz. Und wenn das Wetter so schön ist, dann gehe ich halt nicht in die Halle, also weder zum Reiten noch zum Longieren. Das heißt, ich bin dann immer hier und ich wandere dann immer und ja, mache halt, was man so macht und bin dann immer wieder erstaunt, wie viel, ihr seht ja da die ganzen gelben Flecken, das sind alles Späne und Äppel und ich finde es immer richtig frech, wie die Leute so einen Reitstall hinterlassen, wenn sie Turnier irgendwo hatten. Das finde ich echt, also wirklich, muss ich echt sagen, finde ich eine absolute Frechheit. Ich habe immer hinter mir aufgeräumt, wenn ich aufs Turnier gefahren bin, jedes Mal. Und hier liegen einfach überall diese Späne. Du siehst richtig, das sind so Haufen. Da haben die Leute dann nicht, da ist nicht mal ein Äppel rausgefallen oder so, sondern die haben einfach ihren ganzen Dreck aus dem Anhänger rausgekehrt und hier hingeschmissen. Und ich finde das so frech. Ich denke mir so, nehmt euren Scheiß und was ist so das Wort, ist doch bitte einfach mit. So, die kleine Süßnase ist jetzt auch fertig. Ne? Oh, du hast ja eine schöne warme Kuschelnase. Tut mir leid, ich habe voll kalte Hände. So, hier sieht es aus wie Sau, aber wenn ich die Pferde gleich alle rausgebracht habe, dann kümmere ich mich darum und um die Boxen und hier um diese Steigasse und so, was man halt so macht. Aber jetzt erstmal mache ich die Pferde jetzt noch Zieher und dann lege ich mit dem ganzen anderen Kram los. Schaut mal, meine Pferde liegen und schlafen alle in der Sonne. Ich glaube, das eine ist Cosma, also Caspi und Verkennbar, aber ich meine, das ist Cosma, die da so süß liegt, die hat doch den Kopf komplett abgelegt. Ich gehe mal hin. Hi, Süße. Dieser Pferdemädchen-Moment, von dem ich immer geträumt habe mit meinem ersten selbstgezogenen Pferd. Hi, mein Schatz. Hi. Der Boden ist nur noch ein bisschen kalt. Ich habe jetzt einen richtig nassen Po, weil der Sand natürlich richtig nass war. Meine Hose ist pitch nass. Aber naja, den kleinen süßen Moment da, den ich gerade mit Cosma hatte, das ist dann natürlich am Ende auch die Blasenentzündung wert. Ne? So viel Pferdemädchen muss sein.
Shelly. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause und oh, schaut mal bitte. Wir haben hier zwei Tauben, die sitzen hier jeden Tag und ich glaube, denen ist ein bisschen kalt, weil sie sich immer so aufblusen, aber es ist so süß. Die stehen hier einfach oder sitzen hier einfach jeden Tag auf dem gleichen Ast. Stundenlang. Also wirklich, dieses Level von Entspanntheit möchte ich auch haben. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, oder Tag, Start in den Tag. Wie gesagt, ich vergesse immer, dass ich es so früh hochlade. Also bei mir ist es jetzt gerade, ja, 5 Uhr, glaube ich, ist so um und bei. Und der Vortag, also das, was ihr jetzt seht, ist gestern passiert für euch. Genau. So, und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Start in den Tag und hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bis